Hallo, meine lieben Aktienfreunde. Was ist der Unterschied zwischen einem Spekulanten und einem Investor bei der Suche nach unterbewerteten Aktien? Ein Spekulant, der möchte einfach dann drei Namen beispielsweise, wenn das Video heißt drei unterbewertete Aktien und so ein paar wohlklingende Bröckchen außenrum, damit er sich besser fühlt, wenn er die Aktien kauft. Wenn dann in den nächsten 2, 3 Tagen nach dem Aktienkauf der Aktienkurs nach oben geht, dann hält er sich für den König, macht herablassende Kommentare gegenüber Warren Buffett beispielsweise. Und wenn es nicht klappt, wenn die Aktie nicht steigt bzw. sogar fällt, dann gibt es halt ätzende Kommentare gegenüber demjenigen, der die Aktie in Anführungszeichen empfohlen hat. Ein Investor dagegen, der beschäftigt sich tatsächlich mit Unternehmen, der lässt dem Ganzen auch ein bisschen mehr Zeit, der Kursentwicklung, und vor allem macht er nicht andere für sein Verhalten, für seinen Erfolg oder Misserfolg verantwortlich. Gut, der Spekulant für seinen Erfolg natürlich sich selbst, aber für den Misserfolg die anderen. Sondern halt jeweils sich selbst und versucht sich so kontinuierlich zu verbessern und auch was zu lernen. Und hier sind wir für Investoren. Ich denke, dass viele Leute, die auch eigentlich denken, dass sie Investoren sind, doch einen Spekulanteneinschlag haben. Und ich denke auch, dass die Finanzmedien und so weiter das auch widerspiegeln oder im Prinzip wiedergeben, ja, zum größten Teil. Und das hat entsprechend die Qualität vieler Artikel. So auch ist. Im Aktienfinder versuchen wir es besser zu machen. Im Aktienfinder versuchen wir ja auch auf der einen Seite ein sehr gutes Tool zu bieten mit den entsprechenden Kennzahlen, um auch unterbewertete Aktien zu finden, unterbewertete Qualitätsaktien in erster Linie. Und dann gibt es auch noch unter anderem diese Videos und so weiter, damit man weiß, wie das Ganze handzuhaben ist. Mein Name ist Thorsten Tiet und ich betreibe seit Aktienfinder.net und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Weder für Spekulanten noch für Investoren. Ich zeige dir jetzt aber hier was Neues, was wir gemacht haben, um den Spagat zu schaffen zwischen ich will unterbewertete Aktien haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite ich zeige dir tatsächlich fundiert, ob die Aktien unterbewertet sind oder nicht. Wir haben was Neues ins Leben gerufen, das ist der Discount Score, und das werde ich dir sofort zeigen. Bevor wir auf die Suche nach unterbewerteten Aktien gehen, aber nochmal kurz der Hinweis: Quality first, ja, also zuerst. Ich weiß, Schnäppchenjagd macht Spaß, aber am Anfang sollte man immer auf die Qualität der Aktie gucken. Und da haben wir ja im Aktienfinder auch die entsprechenden Kennzahlen dafür. Bezüglich der Bedeutung oder wie du die besten Aktien findest, Qualitätsaktien, gibt es hier ein Video, das machen wir ein bisschen größer. Und auch schon ganz symbolisch mal wieder, hat nur 8.500 Aufrufe, aber so findest du unbewertete Aktien, hat 28.000 Aufrufe. Das hat mal wieder die Schnäppchenjagd. Ne? Okay, so, ich blende das Video hier oben ein. Was ich jetzt hier geteasert habe, ist das hier, ist unbewertete Aktien. Haben wir jetzt eine eigene Seite gemacht. Kannst du auch drauf gehen, werde ich auf jeden Fall hier auch einblenden, auch gerne im Video. Und was hier neu ist, ist der Discount Score. Und du siehst hier so Dollarzeichen dran. Und die Dollarzeichen symbolisieren dir, wie stark unterbewertet, potenziell unterbewertet, muss man sagen, die jeweilige Aktie ist. Und es heißt ja immer, die ganzen der Aktienmarkt wäre so aufgeblasen, ist alles so teuer. Man sehe und staune, 445 unterbewertete Aktien gefunden, steht da. Na, wenn das mal nicht cool klingt, und hier hast du ja auch schon die ganzen Dollarzeichen, die da links prangen. Bevor wir uns mal einzelne Aktien angucken, oder wir gucken uns einzelne Aktien an, jetzt beispielhaft, die unterbewertet sind, und versuchen dabei jetzt aber mal was Allgemeines zu lernen, und zwar, warum Aktien unterbewertet sind. Ich weiß, die Erwartungshaltung wahrscheinlich, insbesondere von Aktionären, die nicht so lange dabei sind, bei der Suche nach unterbewerteten Aktien wird sein, vielleicht finde ich ja die eine Aktie, die so günstig ist, die der Markt übersehen hat. Ich glaube, das gelingt relativ selten, selbst mit den besten Tools. Eher wird es so sein, dass du was übersiehst bei der Suche nach unterbewerteten Aktien, denn der Markt hat meistens auch, der Markt preist nicht korrekt ein. Also deshalb, sonst gibt es ja nicht so hohe Kurssprünge, wie wir sie oft sehen, dass an einem Tag eine Aktie um X% steigt oder fällt. Aber der Markt im Großen und Ganzen, wenn eine Aktie stark unterbewertet ist, dann hat das schon seinen Grund. Es gibt verschiedene Arten von Gründen und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Es kann sicherlich sein, dass ich den einen oder anderen vergessen habe.
Grund, ich habe jetzt die mal, oder ich werde jetzt die nennen, die mir eben eingefallen sind beim Nachdenken für dieses, als Vorbereitung für dieses Video. Fangen wir mal an. Der erste Grund, warum eine Aktie unterbewertet sein kann, nein, wir müssen noch was anderes machen. Wir müssen erstmal definieren, was unterbewertet überhaupt heißt. Unterbewertet beim Aktienfinder heißt nicht, dass wenn eine Aktie irgendwie unterm Allzeithoch ist, dass sie dann automatisch unterbewertet ist. Also es heißt nicht, wenn wir hier das Allzeithoch haben, ich habe jetzt mal willkürlich irgendeine Aktie ausgewählt und momentan ist der Aktienkurs hier, dann heißt das nicht, dass die Aktie unterbewertet ist, weil wir hier 56% unterm Allzeithoch sind. Hier kann die Aktie immer noch krass überbewertet sein. Unterbewertet im Sinne vom Aktienfinder heißt, dass unter Berücksichtigung der Entwicklung von Gewinnen und Cashflows die Aktie günstiger ist, als sie im Durchschnitt der Vergangenheit gewesen ist. Und das rechnen wir hier mit der dynamischen Aktienbewertung aus. Das heißt, wir vergleichen immer dasselbe Unternehmen mit sich im längeren Zeitverlauf und sagen, okay, in der Vergangenheit war die Aktie mit dem so und so vielfachen KGV bewertet. Momentan ist sie zum Beispiel mit dem niedrigeren KGV bewertet, also ist sie historisch gesehen unterbewertet. Was wir auch nicht machen, ist ein Vergleich zwischen unterschiedlichen Unternehmen derselben Branche, wo wir sagen, hey, der eine Automobilhersteller hat jetzt ein KGV von 6 und Tesla hat jetzt ein KGV von, oh, weiß gerade nicht auswendig, also irgendwas Dreistelliges, vermute ich doch schwer. Deshalb ist Tesla jetzt extrem unterbewertet. Nee, umgekehrt. Deshalb ist VW jetzt extrem unterbewertet. Ne? Also das machen wir auch nicht, weil oft hinkt das, weil die Wettbewerbssituation einfach eine andere ist. Erstens, weil zum Beispiel könnte man jetzt sagen, es bei Tesla jetzt etwas besser aussieht als bei VW oder anderen klassischen Automobilherstellern bezüglich des zu erwartenden Umsatz- und Gewinnwachstums. Zum anderen kann man viele Unternehmen in derselben Branche auch nur schwer miteinander vergleichen, nicht nur, weil sie im Wettbewerb unterschiedlich gut dastehen, sondern auch, weil sie auf unterschiedlichen Geschäftsfeldern oder in unterschiedlichen Geschäftsfeldern tätig sind. Das heißt, es gibt dann diverse Überlappungen, dass man auf der einen Seite bei x Prozent vom Umsatz in derselben Branche spielt, aber auf der anderen Seite bei y Prozent des Umsatzes dann in anderen Branchen ist. Das heißt, bei diesen Vergleichen, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Wenn man bei einem und dasselbe Unternehmen vergleicht, dann kann es auch sein, dass das ein und dasselbe Unternehmen sich von Geschäftsfeldern trennt und so weiter. Aber da es dasselbe Unternehmen ist, ist es näher oder ist es einfacher, dasselbe Unternehmen mit sich zu vergleichen, als mit einem anderen Unternehmen. So, also Details, wie die dynamische Aktienbewertung funktioniert und so weiter, findest du in diesem Video hier. So findest du unterbewertete Aktien. Jetzt gehen wir aber hier zur unterbewerteten Aktien allgemein. Das heißt, was für Gründe gibt es, dass Aktien unterbewertet sind? Ich habe mehrere gefunden. Der erste Grund ist erhöhter Wettbewerbsdruck. Ich werde auch immer ein paar Beispielaktien dazu nennen. Wenigstens eine, damit klar wird, was ich damit meine. Erhöhter Wettbewerbsdruck. Gucken wir uns beispielsweise Walgreens an. Also Walgreens, so ein, in den USA, so ein Apotheken- oder Drogerienetz. Das hier ist Walgreens, ist bekannt bei Dividendenliebhabern, Dividendeninvestoren. Und wenn wir uns das Ganze mal hier angucken, dann haben wir hier, können wir mal Walgreens eingeben. Das siehst du schon, hat hier zum Beispiel 3 Dollarzeichen. Und dann sehen wir hier entsprechenden Kennzahlen und die sind hier alle grün. Das heißt, grün ist sozusagen Abschlag auf den fairen Wert zwischen 16 und 35%. Und was wir hier auch sehen, das ist, dass die Entwicklung bis auf den bilanzierten Gewinn, aber der anderen Erfolgsgrößen, bereinigter Gewinn, operativer Cashflow, auch ein Qualitätsmerkmal, die Dividende, stabile Dividendenzahlungen, dass die hier entsprechend auch gut sind, dass wir halt so eine Qualitätsaktie haben. Gucken wir uns das mal ganz kurz an. Und so sieht das Ganze aus. So ein bisschen wie Kraut und Rüben erstmal, wenn man es nicht so genau kennt. Was wird da jetzt angezeigt? Das Schwarze ist der Aktienkurs. Und was wir da jetzt dann automatisch machen, um den Discount Score auch zu berechnen, ist, wir haben also hier unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe, 1, 2, 3, 4, also hier 4 faire Werte, 1, 2, 3, 4, die alle parallel berechnet werden. Und wir verwenden aber für die Anzeige und für die Berechnung des Discount Scores nur die fairen Werte, die aus unserer Sicht Sinn machen,
nämlich die machen nur dann Sinn, wenn sie auf einem zuverlässigen Bewertungsmaßstab berechnet werden bzw. beruhen. Das heißt, der faire Wert Gewinn oder faire Wert bilanzierte Gewinn in diesem Fall wird nicht angezeigt, weil der bilanzierte Gewinn relativ stark schwankt. Das heißt, starke Schwankung heißt hohe Unzuverlässigkeit. Darauf wollen wir keinen fairen Wert berechnen. Wir wollen nur faire Werte berechnen, wenn dann eine Mindeststabilität gegeben ist. Und genau das zeigen wir auch an. Das heißt, der Algorithmus hier hat erkannt, dass die Stabilität des Gewinns mit 0,55 nicht so gut ist. Und dann wird hier dieser faire Wert hier, also diese grüne Linie hier, nicht berücksichtigt und auch erst gar nicht eingeblendet in der Grafik. Man sieht hier auch beim fairen Wert, wie stark das Ganze hier schwankt. Schwankt stärker als die anderen fairen Werte. Ich blende das mal hier aus. Hier, man sieht es ja auch. Und das weist auch auf eine relativ hohe Unzuverlässigkeit des fairen Werts hin. Deshalb wurde er erst gar nicht angezeigt. So, und was wir jetzt hier sehen ist, dass wir einen Kurs haben von 47 US-Dollar und wir haben jetzt hier faire Werte auf die letzten Quartale von irgendwo 67, 65, 67 US-Dollar für Walgreens Boots Alliance. Das weist also auf eine ganz, auf eine recht starke Unterbewertung hin mit entsprechend hohem Kurswachstumspotenzial, falls die historische Bewertung wieder erreicht werden würde, erreicht werden sollte. Historische Bewertung siehst du hier, die historischen Multiples, Bereich des KGV 13,7 unter 10 momentan, KCV, Kurs operativer Cashflow Verhältnis, historisch gesehen von 10, momentan bei 7,3 und die Dividende, das wäre der faire Wert hier oben, Dividende in blau, Dividende momentan von 4% und historisch hast du nur 2,5% gekriegt, historisch heißt von 2011 bis Stand heute. Jetzt ist der Markt aber nicht ganz blöd, das heißt, er hat die Aktie auf Talkurs, den Aktienkurs, auf Talfahrt so rum geschickt, hat sich wieder ein bisschen erholt, ist aber noch deutlich unter dem Allzeithoch in den Kursen der Vergangenheit, obwohl die Entwicklung zum Beispiel beim bereinigten Gewinn, also hier hatten wir den Höchstkurs, da war der bereinigte Gewinn bei 3,88, momentan liegt er bei 4,91, also deutlich höher. Dennoch ist der Aktienkurs gefallen. Womit hat es zu tun? Hat damit zu tun, dass wir einen erhöhten Wettbewerbsdruck haben bei Walgreens Boots Alliance. Das heißt, hier haben wir ja auch Phasen, man sieht es auch schön grafisch und nochmal die Kennzahlen, dass das Wachstum sehr schnell war und hat der Markt die Aktie eben mit höheren Multiples bewertet. Jetzt haben wir hier eben entsprechende Rückschläge, auch beim Gewinn. Wo kommen diese Rückschläge her? Naja, das ist zum einen das Online-Geschäft. Das heißt, diese Walgreens Boots Alliance hat in den USA verteilt eben die, ja, sieht so aus wie so Drogeriemärkte, so eine Mischung aus Drogeriemarkt und Apotheke. Und es ist halt immer noch so Brick and Mortar sozusagen. Und wir haben jetzt halt die Online-Konkurrenz, beispielsweise seitens Amazon. Und das stellt halt gewisse Probleme dar. Dem muss ich Walgreens Boots Alliance stellen, das tut das Management auch. Man versucht die einzelnen Stores oder Filialen aufzuwerten, beispielsweise mit Gesundheitsberatung vor Ort oder Corona-Impfungen, Corona-Tests, auch Impfungen vor Ort. Und es ist soweit auch mehr oder weniger erfolgreich. Man versucht natürlich auch einen Online-Vertrieb zu machen, aber man hat nichtsdestotrotz eben starken Gegenwind in erster Linie durch die Online-Konkurrenz und es bildet der Markt hier eben ab, wegen des erhöhten Wettbewerbsdrucks. Und man sieht ja auch, dass das Gewinnwachstum hier, dass es da ein bisschen klemmt und insofern niedrigere Multiples. Und jetzt müsste man halt gucken, wenn man herausgefunden hat, dass der erhöhte Wettbewerbsdruck ist, wie sich Walgreens Boots Alliance eben schlägt gegenüber der Online-Konkurrenz, gegenüber klassischen Konkurrenten, auch wie CVS Health beispielsweise. Und wenn man dann zur Überzeugung kommt, die kriegen das schon, die kriegen das Kind schon geschaukelt auf die eine oder andere Weise, dann ist die Aktie tatsächlich unterbewertet und dann könnte man die Aktie kaufen. Ein anderes Beispiel für erhöhten Wettbewerbsdruck habe ich vorher ja schon genannt. Wenn wir uns zum Beispiel mal Volkswagen uns anschauen, die sind auch hier. Sehen wir übrigens bei den Stabilitätskennzahlen nur die Stabilität auf den bereinigten Gewinn bezogen. Die ist hier sozusagen in grün. Wenn wir jetzt mal hier draufklicken, hat 3 Discount-Dollar. Dann sieht man, dass auch nur der bereinigte Gewinn hier genommen wird, um eben den Discount-Score zu berechnen, aber auch, und dann hier entsprechend wird auch nur das angezeigt.
Und dann haben wir hier eben auch eine potenzielle Unterbewertung. Und hier müsste man dann auch gucken, bevor man die Aktie kauft, wenn man kein Spekulant ist, dass man sagt, okay, ich denke, Volkswagen kann sich tatsächlich den Herausforderungen erfolgreich stellen, wird schon mit der Elektrifizierung zurechtkommen, mit der in Anführungszeichen übermächtigen Tesla-Konkurrenz. Und der Herr Diess, der CEO, der wird sich auch gegen den Betriebsrat interne Widerstände durchsetzen. Das passt schon. Und dann könnte man eventuell auch in Volkswagen investieren. Also so viel zum erhöhten Wettbewerbsdruck. Druck kann natürlich auch noch von anderer Seite kommen. Druck kann vom Marktumfeld kommen. Also der erhöhte Wettbewerbsdruck, wie ich ihn jetzt meinte und vorgestellt habe, das passiert auf Seiten der Wettbewerber. Also gibt es Wettbewerber, die eben den Wettbewerbsdruck erhöhen. Und dann kann es aber auch sein, dass das Marktumfeld, also das breitere Umfeld, negativ ist für das ein oder andere Unternehmen. Da habe ich mir als Beispiel mal Fresenius rausgesucht. Fresenius, die kommen ja jetzt nicht so recht vom Fleck. Haben hier jetzt, es gibt Fresenius SE und Fresenius Medical Care. Fresenius SE hält Anteil an Fresenius Medical Care und noch an einigen anderen operativen Einheiten. Gucken wir mal Fresenius SE an, sehen wir hier überall, also gute Werte bezüglich der Stabilität des Gewinns und auch des operativen Cashflows. Sieht man auch hier schön, dass es eigentlich doch relativ sanft verläuft. Hier haben wir mal eine kleine Ausbuchtung nach oben beim operativen Cashflow, aber auch da verläuft es eigentlich ganz gut und bei der Dividende ebenfalls. Nichtsdestotrotz, der Aktienkurs mit dem hier ging es bergab, das ist die rote Linie, die ich hier gezeichnet habe, hat unterschiedliche Gründe. Da kommen übrigens zwei Gründe zusammen. Das heißt, die Gründe, die ich nenne, sind nicht immer exklusiv. Es gibt auch exklusive Mischungen, die den Aktienkurs dann nach unten treiben. Bei Fresenius hier jetzt, die sind sozusagen auch ein Corona-Opfer. Ursprünglich war es so gewesen, bei der ersten Welle kann ich mich noch gut daran erinnern, dass man gesagt hat, wir müssen Operationen verschieben, um die Betten frei zu halten, Intensivbetten, falls die gebraucht werden. Jetzt ist es so, bei den letzten Zahlen, dass man gesagt hat, Fresenius Medical Care hat Probleme durch Corona aufgrund einer, also sehr traurig, Übersterblichkeit der Dialysepatienten. Und das würde sich selbstverständlich negativ aufs Geschäft auswirken. Und sowas verstehe ich unter einem negativen Marktumfeld. Da kann im Prinzip das Unternehmen erstmal nichts dafür. Oder was, wenn Rohstoffpreise ganz stark steigen beispielsweise oder auch fallen, wenn du die Rohstoffe verkaufst, wie Shell oder irgendwelche Mineralien, Eisenerze und so weiter, das ist dann auch eher ein negatives Marktumfeld. Betrifft aber meistens Zykliker. Und Zykliker sind in unserem Sinne, also fundamental, oft keine Qualitätsaktien. So, fast per Definition. Also hätten wir jetzt einen erhöhten Wettbewerbsdruck gehabt, dann das negative Marktumfeld. Da habe ich noch was anderes für euch. Das könnte man auch als negatives Marktumfeld beschreiben, aber man kann es so schön auch auseinanderklamüsern beziehungsweise ein bisschen getrennt behandeln. Und es hat auch relativ hohes Gewicht, deshalb muss ich es mal tun. Und zwar ist es der politische Druck. Ja, der politische Druck, was fällt uns da spontan ein? Ne? Alibaba selbstverständlich. Wenn wir jetzt mal hier auf Alibaba gehen, hat es auch 3 Dollar hier. Auch hier sehen wir, es handelt sich rein fundamental um eine Qualitätsaktie. Dividende zahlen sie keine, aber die anderen Größen, die sind alle schön grün und alle schön hoch, nah an der 1. Und man sieht es auch hier. Was wir aber auch sehen, ist, dass wir hier rückläufige Gewinne haben und deshalb auch rückläufige faire Werte, aber nichtsdestotrotz, momentan ist die Aktie bei 140 US-Dollar und es wurden vor kurzem Quartalszahlen veröffentlicht. Nichtsdestotrotz, das Unternehmen wächst immer noch mit gut 20% Umsatz Jahr für Jahr. Mit den Gewinnen und Cashflows ging es mal nach unten. Da haben wir diverse Faktoren, die dafür verantwortlich sind. Wir haben Strafzahlungen. Wie viel waren es? 2,4, 2,6 Milliarden US-Dollar umgerechnet. Wir haben auch hier politisch verursachten erhöhten Wettbewerbsdruck durch Marktmissbrauchsvorwürfe seitens der Kommunistischen Partei gegenüber Alibaba, dass man gesagt hat, okay, es geht mal gar nicht, dass man die Händler zwingt, auf Alibaba-Plattformen zum Beispiel exklusiv zu verkaufen,
weil sonst beispielsweise ihre Listings kaum noch auffindbar sind, auf jeden Fall nicht unter den Top-Plätzen. Und das fördert natürlich die Konkurrenz. Es gibt auch Spenden, die dann gemacht worden sind. Das haben wir auch andere gemacht, wie Tencent und so weiter, um den Willen des Unternehmens zum Ausdruck zu bringen, dass man ja für die Allgemeinheit da ist und ja eigentlich nur Gutes möchte für das Volk. Und da haben wir jetzt dann so erstmal hier Rückschläge beim Gewinn. Aber organisch haben wir immer noch ein Wachstum. Ah, was auch noch ein Problem war bei Alibaba, ich habe den mal kurz gelesen, den Bericht, die haben auch einen Cloud-Customer, einen wichtigen Cloud-Kunden verloren, aufgrund aus Übersee hieß es, also vielleicht aus den USA, der sicherlich dann auch heiße Füße gekriegt hat, aufgrund des politischen Umfelds, vermutlich. Das wäre Alibaba und man sieht, wie günstig die Aktie eigentlich zu haben ist, rein fundamental gesehen. KGV auf dem bereinigten Gewinn von nur 15, historisch gesehen fast mit dem Doppelten bewertet. Auf dem bilanzierten Gewinn war es vorher KGV von 33, 34, jetzt von 20. KACV auch fast nicht ganz, aber fast die Hälfte. 22 im Vergleich zu 13, jetzt 13. Und halt entsprechend hohes Kurspotenzial, aber auch entsprechend hohes Risiko. Und wenn man jetzt die Alibaba-Aktie sich überlegt zu kaufen, weil sie halt so günstig daherkommt, müsste man halt schauen, wie Alibaba als Unternehmen mit dem politischen Druck wohl zurande kommt. Und wenn man überzeugt ist davon, das wird schon wieder. Irgendwann hat sich das alles wieder eingependelt und fällt den Sittenwächtern der Kommunistischen Partei auch nichts Neues mehr ein, weil sie zufrieden mit dem Status quo sind. Und dann läuft das Ganze mal wieder in ruhigeren Fahrwässern. Wenn man zu der Meinung kommt, dann könnte man quasi Alibaba kaufen. Wenn man sagt, boah, ist mir alles viel zu unsicher, dann hält man lieber die Finger davon. Gut, was haben wir noch an Gründen, warum Aktien unterbewertet sein könnten? Managementfehler. Das ist also ein unternehmensinterner Grund, der auch immer wieder passiert. Und da habe ich mir auch was rausgesucht. Lustigerweise taucht die Aktie jetzt hier nicht mehr auf. Ich habe das letzte Woche mal, Anfang letzter Woche mal vorbereitet oder ja, oder letztes Wochenende und bin aber nicht dazu gekommen, das Video zu drehen. Das war Paradox Interactive. Paradox Interactive, da hat das Management einiges an Fehlern gemacht und der weibliche CEO musste ja auch den Hut nehmen. Und dann kam nach und nach raus, was da so alles schief gelaufen ist. Wenn wir uns hier den Aktienkurs ansehen, machen wir mal das hier weg, dann sieht man hier diesen kleinen Sprung, das sieht sehr klein aus, von 120 auf 145, aber es sind halt auch schon mal 18% und die Aktie war sogar schon mal bei 119, dann wären sogar 20%, die Aktie wieder nach oben gegangen ist, innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. Ob es jetzt immer noch unterbewertet ist, naja, man sieht ja hier, je nach Bewertungsmaßstab, ja oder nein. Jedenfalls, was ist bei Paradox Interactive passiert? Ich sage euch auch noch eine zweite Aktie, wo auch Managementfehler zu der Unterbewertung geführt haben. Und diese Aktie ist immer noch unterbewertet, fundamental gesehen. Gut, bei Paradox Interactive ist es so gewesen, dass man sich da verzettelt hat, beziehungsweise die Führungsebene hat sich verzettelt und hat auch bezüglich der Mitarbeiterführung versagt, kann man so sagen. Es sind ja auch Berichte in die Öffentlichkeit gedrungen von sexueller Belästigung, systematischer sexueller Belästigung weiblicher Angestellter. Und was auch schlimm ist, ist dann die Tatsache, dass man hat abschreiben müssen, mehrere Projekte, in erster Linie von externen Entwicklungsstudios, weil man sich einfach verzettelt hat und relativ schlechtes Controlling betrieben hat. Das betraf auch, habe ich im Quartalscall gehört, im Earnings-Call gehört, interne Projekte. Und man versucht jetzt eben die Ressourcen wieder sinnvoller zu bündeln und sich ein bisschen auf die eigenen Stärken zu konzentrieren, auch weniger andere fremde Nischen in den Spielen zu bedienen, sondern wirklich bei seiner Kernkompetenz zu bleiben und auch mehr selbst zu entwickeln und mit in externen Studios vorsichtiger zu entwickeln und wenn man mit denen entwickelt, denen dann auch besser auf die Finger zu gucken. Also man hat da einiges sozusagen ja, vernachlässigt. Und dann eben noch dieser Skandal mit der Belästigung weiblicher Mitarbeiter.
Und es hat dann alles dazu geführt, dass man Vertrauensverlust hatte und natürlich auch entsprechende Abschreibungen, weil viele dieser Projekte von externen Studios eben abgeschrieben werden mussten, weil man gesagt hat, nee, das geht nicht, da sind die Erfolgsaussichten einfach so schlecht, das hätten wir erst gar nicht anfangen sollen besser. Und jetzt haben wir aber eben eine Umstellung, der alte CEO Frederik Fester ist wieder zurückgekehrt und man hat jetzt die Hoffnung, dass es besser wird und dann macht die Aktie hier so einen kleinen Freudensprung, hat schon mal einen kleinen Freudensprung hergemacht. Also es hieß, Frederik Fester kehrt zurück und der alte CEO nimmt den Hut. Und dann ging es aber wieder nach unten und jetzt wieder hier erneute Hoffnung. Ich habe aber gerade eben eine Aktie versprochen, wo auch Managementfehler zu einer starken Unterbewertung führen. Und das sollte eigentlich TeamViewer sein und hier ist sie auch. Auch hier sehen wir also extrem negative Publicity, die Aktie TeamViewer, extrem negativ. Wenn wir aber hier einfach mal die Kennzahlen angucken, dann sehen die gar nicht so schlecht aus. Und wenn wir einfach auch mal auf die Gewinnentwicklung so ein bisschen konzentrieren, dann sieht man im Prinzip schon, naja, okay, jetzt geht es zurück. Also ist definitiv ein schlechtes Jahr, ist definitiv ein schlechtes Jahr, aber es soll dann wieder aufwärts gehen. Wir haben 11 Analysten, die das Ganze hier schätzen, das da hinten kann man mal ein bisschen weglassen, es sind nur noch 2. Dann soll es wieder etwas aufwärts gehen und wir machen nach wie vor Gewinn. Der Aktienkurs ist aber ist vom Hoch von 51 auf 13 Dollar regelrecht ja, eingebrochen. Das ist schon fast eine schöne Umschreibung dafür. Ja, was ist da passiert? Da hat man sich eben verhoben. Also es fing ja schon an mit den teuren Werbeausgaben als Ticket, Trikotsponsor von Manchester United beispielsweise. Und ich glaube auch bei Formel 1 hat man auch nochmal schön hingelangt. Und hat dann zu hohe Prognosen abgegeben, musste jedes Mal zurückfahren, hat also Glaubwürdigkeit verspielt. Und Investoren haben jetzt so den Eindruck, die können nicht wirklich mit Geld umgehen und so richtig planen können sie auch nicht, die im Management sind. Dann haben wir hier noch einen starken Wettbewerber jetzt auch. Das wäre wieder erhöhter Wettbewerbsdruck. Wir haben ehemalige TeamViewer Mitarbeiter haben ein Konkurrenzunternehmen gegründet, ich glaube es heißt Ansys, ne? Und machen da jetzt auch sehr extrem Werbung. Nö, heißen wohl irgendwie anders, oder? Heißen irgendwie anders. Der eine oder andere, schreibt es einfach in den Kommentar rein, wie ihr wisst, wenn ihr wisst, wie die heißen. Machen jedenfalls sehr, sehr extrem Werbung, habe ich schon gesehen, dass ihre Anwendung sehr viel schneller ist als die von TeamViewer und da haben sie jetzt halt Probleme bei TeamViewer. Da kommt auch zu eins zum anderen und entsprechend hier der Aktienkurs so richtig, richtig abgeschmiert. Und wenn man jetzt einfach mal die historische Bewertung sich anschaut, hier waren es halt noch Corona-Gewinner gewesen. Hier wurden sie noch als Corona-Gewinner gespielt. Der Aktienkurs ist entsprechend hochgegangen und entsprechend hoch sind die historischen Multiples hier, die dann in die faire Wertberechnung mit einspielen. Müsste man also noch dann nach unten korrigieren, kann man ja alles machen im Aktienfinder. Aber wenn man einfach mal nur guckt, mit welchen Multiples die Aktie in der Vergangenheit bewertet war. Dann nehmen wir den raus, auf dem bilanzierten Gewinn beruhend. Dann sieht man im Prinzip, dann wäre die Aktie jetzt sozusagen mit 23,50 Euro fair bewertet und der Aktienkurs, ja, der ist fast schon nur halb so hoch. Aber da müsste man auch noch nach unten korrigieren. Aber das sind ja jetzt alles hier die didaktischen Beispiele. Und hier würde ich sagen, Managementfehler bzw. Managementversagen. Was gibt es noch an Gründen, die mir so eingefallen sind? Sippenhaft hätte ich noch anzubieten. Also da ist es beispielsweise so, habe ich so noch in Erinnerung, wenn wir als Robin Hood mal schlechte Zahlen veröffentlicht hat, dann ist FedEx beispielsweise gefallen. Und als FedEx mal schlechte Zahlen veröffentlicht hatte, dann ist die Deutsche Post gefallen, weil Investoren dann halt oft so erfahrungsgemäß davon ausgehen, ah ja, der in der Branche, da klappt es nicht so, dann läuft die ganze Branche vielleicht schlecht und dann verkaufen sie die anderen auch ab in derselben Branche. Das passiert relativ oft und eben auch relativ spontan, ohne dann halt auch wirklich so genau ins Detail gleich zu schauen. Ah, ich habe noch was anzubieten. Und zwar die allgemeine Korrektur. Allgemeine Korrektur, wenn wir uns mal zum Beispiel angucken, das haben wir ja vor kurzem erst gehabt. Nein, ich wollte Procter & Gamble machen, irgendwas ganz Unspektakuläres. Ja gut, die sind jetzt nicht unterbewertet, das heißt, da muss ich mal hier reingehen, weil da sieht man es, Procter & Gamble. Also relativ unspektakulär, aber nichtsdestotrotz
Ja, also wie sagt jemand aus einem Börsenherausgeber, wird immer, ne? Ihr habt es verstanden. So Stichwort Windeln. Und das ist eigentlich egal, ob es Corona gibt oder nicht. Und trotzdem ist hier der Aktienkurs im Zuge von Corona von $126 auf um die $100 gefallen. Hat sich dann natürlich wieder erholt, Anführungszeichen natürlich erholt. Und dann nehmen wir Johnson & Johnson und andere Qualitätsaktien. Johnson & Johnson ist ja gerade so ein bisschen im Verruf, ne? Weil sie versuchen, sich hier um Schadenersatzzahlungen zu winden. Aber darum soll es jetzt mal nicht gehen. Wir werden nur zeigen, hier haben wir entsprechend auch hier diese Corona-Delle, dass der Aktienkurs von über 150 US-Dollar auf unter 120 US-Dollar gefallen innerhalb kürzester Zeit. Und da kann man dann auch mal in die Unterbewertung eintauchen. Hier nehmen wir zum Beispiel einen fairen Wert bereinigt und das siehst du dann, ist die Aktie mal kurz in die Unterbewertung eingetaucht, hat sie dann aber wieder relativ schnell verlassen. Also das so viel zu Johnson & Johnson, beziehungsweise so viel zur allgemeinen Korrektur. So, und das waren jetzt ein paar Gründe, die zu einer Korrektur beziehungsweise die zu einer Unterbewertung führen können. Ich habe ja schon gesagt, es kann auch sein, dass mehrere dieser Gründe eine Rolle spielen. Bei Fresenius war es zum Beispiel am Anfang auch Managementfehler. Also diese versemmelte Übernahme von Acorn, der ein oder andere wird sich noch daran erinnern, das war quasi der Anfang vom Ende der stetigen Kursgewinne und von da an ging es dann bergab. Also am Anfang quasi Managementfehler und später dann halt negatives Marktumfeld. Wenn es halt schon mal blöd läuft, dann bleibt es ja auch oft blöd, sozusagen. Genau, und immer, also wir haben hier eben die unterbewerteten Aktien. Das muss ich sagen, also wenn man Vollmitglied ist, dann sieht man alle, wenn man Gast ist oder kostenloses Mitglied ist, wenn ihr das so seid, dann seht ihr auch schon einige Aktien, aber eben nicht alle, in diesem Fall 445 potenziell unterbewertete Aktien. Und wenn ihr eine unterbewertete Aktie habt, und das ist jetzt egal, wo ihr die seht, dann erinnert euch so ein bisschen daran, dass ihr versucht, immer erstmal die Gründe zu finden, warum diese Aktie jetzt gerade so günstig zu haben ist. Und wenn ihr den Grund gefunden habt, dann könnt ihr, dann könnt ihr eine Einschätzung treffen, ob ihr glaubt, dass das Unternehmen damit zurechtkommt, also diesen Grund, diese Ursache, dieses Problem meistern wird. Oder vielleicht auch nicht. Erinnert euch auch, dass es immer auf Qualitätsaktien in erster Linie ankommt und nicht auf den Preis. Also die Qualität schlägt langfristig den Preis, kann man mal so nennen. Und ein schönes Beispiel dafür ist das Stada Depot. Moment, ich zeig's mal, weil das läuft jetzt, das läuft echt, echt wirklich gut. Hier, das Stada Depot, da sind wir jetzt mit 25% schon im Plus mittlerweile. Also hier 25,2% im Plus. Und wir haben jetzt, hier spielt die Bewertung einer Aktie überhaupt keine Rolle. Sie spielt überhaupt keine Rolle. Das ist eine reine Qualitätsfixierung des Stada Depot. Und es läuft also wirklich, wirklich gut. Wobei wir den Preisaspekt entschärfen durch regelmäßige Nachkäufe im Zuge von Aktiensparplänen, die wir einmal im Monat eben ausüben. Aber das zeigt es sehr gut. Also meines Erachtens, die Suche nach unterbewerteten Aktien oder der Kauf von unterbewerteten Aktien ist für den normalen Investor aus meiner Sicht eher als Nebenstrategie geeignet, aber nicht so als Hauptstrategie. Also man sollte sich nicht sozusagen, meine Empfehlung, in erster Linie Aktien ins Depot legen, weil sie vermeintlich günstig sind bzw. unterbewertet sind. Wenn man den Qualitätsaspekt berücksichtigt, ist okay, aber erfahrungsgemäß, haben sich auch die letzten Jahre gezeigt, laufen Aktien auch dann, können sie auch dann sehr gut laufen, wenn sie schon vermeintlich recht teuer sind. Hat wohl auch etwas mit dem allgemeinen Marktumfeld zu tun, zugegebenerweise. Ja, und dann noch eine Geschichte. Ich habe das in dem Video genannt, drei unterbewertete Aktien. Ja, es waren jetzt mehr unterbewertete Aktien. Ich könnte jetzt sogar sagen, es waren ja über 400 unterbewertete Aktien, wobei ich die jetzt nicht alle gezeigt habe. Na, wo war es denn? Hier irgendwo, da oben. Ah, hier noch andere Geschichte. Und da habe ich tatsächlich jetzt drei Aktien. Und zwar
drei Aktien. Hier haben wir noch Alibaba. Was haben wir noch? Paradox habe ich schon gezeigt. United Natural Foods hätte ich auch. Kannst du auch nochmal anschauen. Und warum ich das einfach so genannt hatte, drei unterbewertete Aktien. Ich habe festgestellt, dass wenn im Titel schon so eine Erwartungshaltung aufgebaut wird, mit so einer Zahl, 1, 2, 3, dann klicken mehr Leute drauf. Und das ist sozusagen jetzt das, wo der Kreis sich schließt bezüglich, ich glaube, da bezüglich Spekulant und Investor, die meisten Leute haben eben auch so ein bisschen spekulativen Touch oder wollen unterhalten werden. Und deshalb hier, ich habe hier die eine, die zwei, die drei unterbewerteten Aktien. Kannst du dir mal angucken und am besten gleich ins Depot legen. Vielleicht klappt es ja so nach dem Motto. Und deshalb habe ich mir gesagt, okay, dann nehmen wir den Titel auch mal einfach drei unterbewertete Aktien. Ich habe jetzt mehrere genannt, die ja auch potenziell unterbewertet sind. Und wir können das Ganze auch schön visuell und anhand von Kennzahlen darstellen. Insofern habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Ganz im Gegenteil, weil ich hoffe, dass du jetzt noch ein bisschen was mitgenommen hast. Und falls dir das jetzt mit dem Video zu schnell ging oder so und du auch noch gerne lesen würdest, hier habe ich es auch alles nochmal beschrieben, hier die einzelnen Gründe, die dazu führen, dass Aktien unterbewertet sein können. Gut, wenn du es also nicht lassen kannst und unterbewertete Aktien suchst, dann bist du beim Aktienfinder tatsächlich an der richtigen Stelle, weil wir halt eine Kombination machen aus Qualitätsaspekt und Bewertung. Da wünsche ich dir viel Erfolg natürlich und danke fürs Zuschauen. Du kannst auch gerne kommentieren, welche Aktien deiner Meinung nach gerade interessant sind, weil sie unterbewertet sind. Bitte auf den Qualitätsaspekt achten. Bin ich mal gespannt, was ihr alles in den Kommentarbereich reinpurzelt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.